Wer in der Schulküche Klimagase sparen möchte, hat viele Möglichkeiten. Denn auch in der Schulverpflegung entstehen an verschiedenen Stellen Treibhausgase. Stromverbrauch ist eine davon. Wer also Strom sparen und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun möchte, für den sind die Tipps in diesem Video besonders interessant. In Schulküchen gibt es viele elektrische Geräte. Und diese verbrauchen, je nach Alter und Zustand, unterschiedlich viel Strom. Neue, energieeffiziente Geräte anzuschaffen, ist oft schwierig. Deshalb ist es gut zu wissen, wie man trotzdem Strom einsparen und damit das Klima schützen kann. Das KEKS-Projekt hat sich 22 Schulküchen genau angesehen. Dabei kam heraus, dass man fast die Hälfte der Klimagase, die in Schulküchen entstehen, einsparen kann. Ein Teil davon durch kleine Veränderungen im Umgang mit der Küchentechnik. Wo viele Kinder essen, muss auch viel Geschirr gespült werden. Die Spülmaschine läuft dabei in den meisten Küchen allerdings öfter, als sie eigentlich müsste. Wenn Sie darauf achten, die Spülmaschine immer so voll wie möglich zu beladen, sparen Sie viele Klimagase ein. Sehr viel Strom verbrauchen auch die Kühl- und Gefrierschränke. In den Schulferien essen weniger Kinder in der Schule und es wird weniger Platz in den Kühlgeräten benötigt. Was kann bis zum Beginn der Ferien aufgebraucht werden? Passen die restlichen Lebensmittel in weniger Schränke? Nicht benötigte Kühlgeräte können dann einfach abgeschaltet werden. Und wo wir schon beim Abschalten sind, gibt es in Ihrer Küche vielleicht Geräte, die im Standby sind? Zurück zu den Kühlgeräten. Wer kennt das nicht? Ein vereistes Kühlgerät. In diesem Zustand verbraucht das Kühlgerät allerdings viel mehr Strom. Denn die Rohre im Kühlgerät sollen Wärme im Kühlgerät aufnehmen. Doch durch das Eis kann die Wärme nicht mehr so gut abtransportiert werden. Die Rohre an der Rückwand geben die Wärme wieder an die Umgebungsluft ab. Umso kühler die Umgebungsluft, umso mehr Wärme kann sie aufnehmen und das Kühlgerät verbraucht weniger Energie. Deshalb ist ein Abstand von etwa 10 cm zur Wand, eine niedrige Raumtemperatur und Abstand zu anderen Wärmequellen wichtig. Staub auf den Rohren wirkt übrigens wie eine dicke Jacke und hält die Wärme in den Rohren. Auch hier kann mit regelmäßiger Reinigung viel erreicht werden. Und abschließend noch der Tipp, der am leichtesten umzusetzen ist. Kontrollieren Sie die richtige Temperatureinstellung. Mit diesen Tipps können Sie mit wenig Aufwand Energie und Kosten sparen und dabei auch noch etwas für den Klimaschutz tun.